Im heutigen Video geht es um das Thema User Story Maps. Das ist eine Technik, die stammt von Jeff Patton. Patton beschreibt seinen Ansatz in diesem Buch, beim O'Reilly Verlag erschienen. Das Buch ist sehr lesenswert, weil es nicht nur erklärt, wie dieses User Story Mapping funktioniert, sondern allgemein gute Einblicke in das Requirements Engineering. Ziel von diesem Video ist, dass ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise in eurem studentischen Team in der Lage seid, einen User Story Workshop selber durchzuführen und zwar zusammen mit eurem Kunden möglichst. Wenn es nicht geht, müsst ihr es halt alleine im Team machen. Aber wichtig ist, dass man so einen Workshop gemeinsam durchführt. So ein User Story Mapping Workshop wird häufig am Anfang eines Projektes durchgeführt. Wir machen das zum Beispiel, um erstmal einen ersten Überblick über die Requirements zu kriegen, einen Überblick darüber zu kriegen, was zu bauen ist und was wir in der ersten Phase, im ersten Release herstellen sollen, damit der Kunde zufrieden ist. Also wir finden ein sogenanntes MVP mithilfe dieses User Story Mapping Workshops. Und alle weiteren Aktivitäten, Detaillierung der Requirements, Wireframes erzeugen und so weiter, das kommt alles jetzt nach dem User Story Mapping Workshop. Also steigen wir gleich ein. Wie schon gesagt, ein guter Workshop startet damit, dass ihr zunächst einmal eine Agenda festlegt. Wir wechseln dazu auf Miro. Ich habe das hier mal vorbereitet. Ihr seht jetzt hier auf dem Screen ein Miro-Board. Und ich habe jetzt hier mal die Ziele formuliert für den Workshop. Also Punkt 1 ist, hier legt ein Ziel fest. Das steht wahrscheinlich schon fest. Das zeige ich gleich als Beispiel. Und wir würden dann durch das User Story Mapping derart durchgehen, dass wir uns zunächst mal überlegen, wer sind denn die handelnden Personen? Also die Personas, für die wir das machen. Was sind unsere Benutzer und welche Eigenschaften haben die? Wir überlegen uns dann, was sollen die eigentlich tun? Vom sie haben was vor, also eine Wunsch zu irgendwas entsteht bei Ihnen, bis Sie haben den Wunsch durch unser System erfüllt bekommen. Also, und wir finden da den Narrative Flow. Das wird unser roter Faden sein für den ganzen weiteren Verlauf aller Projekte, weil entlang diesem roten Faden hängen wir dann nachher alle Features, alle Requirements oder was wir sonst auch machen auf. Denn wir orientieren uns ja eigentlich an den Dingen, die ein Benutzer mit unserem System erreichen will. Was wir dann überlegen, dieser Narrative Flow findet in der realen Welt statt. Was wir dann machen, ist, wir versuchen dann Features von unserer Software zu erzeugen, zum Beispiel mit User Stories oder anderen Formen von Requirements. Muss jetzt nicht zwingend ein User Story sein. Und wir versuchen da Features von unserer Software zu definieren, aber erstmal ein Happy Path, also sozusagen den Haupterfolgsfall, also ohne Sonderfälle, ohne dass was abstürzt. Und wenn wir den gefunden und definiert haben, dann können wir Sonderfälle finden und alle weiteren Details festlegen, dass wir sozusagen dann Stück für Stück gucken, auch wie bauen wir diese Software aus von einer ganz einfachen Software, wo noch vieles manuell geschieht, zu einer Komfortsoftware, die vieles, solange das Geld reicht oder es Sinn macht, die vieles automatisch macht. Am Ende werden wir dann alle User Stories, alle Features, die wir uns überlegt haben, in eine derartige Reihenfolge bringen, dass wir wissen, wann wird was gebaut. Das heißt, wir werden versuchen, Releases zu schneiden und das wichtigste Release ist das MVP, was wir am Anfang des Projektes machen, um erstes Feedback vom Kunden oder vom Markt zu bekommen, ob wir überhaupt die richtigen Requirements umgesetzt haben. Also das ist die Agenda. So, jetzt geht's weiter. Also das heißt Schritt 1, Ziel festlegen. Ich habe mir also ein Beispielziel überlegt, wie soll eine Firma ein Projekt mit der Hochschule starten können. Das ist so ein durchgehendes Beispiel, was ich in meinem Buch verwendet habe. Und dazu habe ich schon ein paar Beispiele ausgearbeitet. Und Vorteil für euch ist, ihr könnt es nachlesen, wenn ihr wollt. Ich denke aber, das Video sollte ausreichen. Also, wenn ihr so einen Workshop macht, wichtig ist, dass das Ziel permanent sichtbar ist. Also dieser Post-it-Zettel oder dieses Schild sollte also während des gesamten Workshops sichtbar sein, um alle Teilnehmer immer wieder daran zu erinnern, warum man überhaupt den Workshop macht. Zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir mehrere Schritte machen. Also jeder Agenda-Punkt eigentlich, den ich genannt habe, besteht eigentlich weitgehend aus den drei Phasen, die wir schon aus dem Video zum allgemeinen Arbeitstechnik abarbeiten kennen. Und zwar, es gibt immer eine Arbeitseröffnungsphase. In der Eröffnungsphase überlegt sich jeder oder jede alleine ein paar Punkte. Ziel ist ja, dass alle Gehirne verwendet werden von allen Anwesenden, dass jede Meinung gehört wird. Und deswegen startet man nicht mit einer gemeinsamen Arbeit, sondern jeder einzeln überlegt sich was. Einzelnes Brainstorming. Dann gibt es eine Arbeitsphase, wo man eine Reihenfolge reinbringt, eine Struktur reinbringt, Duplikate entfernt. Und eine Konsolidierungsphase, wo man vielleicht noch Irrwege ausschließt, Sachen streicht und nachher zu einer gemeinsamen Lösung, zum gemeinsamen Verständnis kommt. Das gibt es jetzt eigentlich mehrfach im User Story Mapping Workshop, immer dann, wenn so ein Teilergebnis erarbeitet und konsolidiert wird.
Wenn eine Firma mit der Hochschule Projekte machen will, es ist naheliegend, dass man zwei Personas unterstellt, wahrscheinlich eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer von einem Unternehmen, der ein Projekt machen will. Es muss hier jemand sein, der Verträge unterschreiben darf, und auf der anderen Seite eine Professorin oder ein Professor, der dann die Projekte organisiert und die Studenten besorgt. Also arbeiten wir mit zwei Personas. Petra Partnerin habe ich hier erfunden und Paula Professorin als meine handelnden Personas. Man kann da jetzt noch sehr viel mehr Wissenschaft in die Personaerarbeitung setzen, aber das ist nicht das Thema dieses Videos. Dafür gibt es vielleicht nochmal später ein Video. Falls euch das im Detail interessiert, müsst man so in die UX und Interaction Design Literatur reinschauen. Da ist das im Detail ausgearbeitet, wie man da vorgeht, wie man die Person das findet oder ob man die einfach als Hypothese unterstellt. Ich würde jetzt einfach hypothetisch unterstellen, ohne sie umfangreich zu erarbeiten. Und was die jetzt machen sollen, ist, jetzt überlegen wir uns in der ersten Workshop-Phase, also erstmal mit Brainstorming, was ist denn das, was diese handelnden Personen tun sollen? Wichtig jetzt hier, es sind reale Weltaktivitäten. Der Herr Patton nennt sowas User-Tasks, also so Einzelschritte, die ein Benutzer tut. Man kann die nachher noch zu User-Activities zusammengruppieren, dass man noch eine Hierarchie einbaut. Das würde ich jetzt aber weglassen, um das Video kurz zu halten. Also, erste Phase, Brainstorming der User-Tasks, also wie gesagt, reale Weltaktivitäten. Vorschlag wäre, ihr überlegt euch eine Post-it-Zettel oder Haftnotizfarbe, die ihr dann in einem Präsenzworkshop austeilt. Also nicht bunt alle Farben austeilen, sondern zum Beispiel nur die grünen. Oder dass ihr auch in einem Online-Workshop die Leute anweist, nur grüne Haftnotizen zu verwenden, weil dann kann man nachher die verschiedenen Typen von brainstormten Sachen besser auseinanderhalten. Also nehmen wir mal grüne für den Narrative Flow, also für die User-Tasks. Was könnte man machen? Also Peter, Partnerin, was könnte die tun? Die könnte sich ein Projekt definieren. Das könnte so ein reale Welt-Ding sein. Da könnte sie mit ihrem Abteilungsleiter zusammensitzen oder mit anderen handelnden Personen. Dann haben wir vielleicht sowas wie Projekt genehmigen. Das könnte zum Beispiel die Paula Professorin machen. Also das heißt, die Peter Partnerin schlägt ein Projekt vor und die Paula Professorin sagt, passt für meine Studenten beispielsweise und so weiter. Also wir machen die Phase ungefähr 10 Minuten lang oder vielleicht reicht noch 5 Minuten. Es könnte als Moderatorin, Moderator auch so ein bisschen sehen. Also wenn die Leute aufhören zu schreiben, kann man vielleicht die Phase schon abbrechen. Ansonsten würde ich per Timebox bei einfachen Requirements vielleicht 5 Minuten nehmen, bei großen maximal 10 Minuten. So, Ergebnis kann jetzt das sein, das seht ihr jetzt hier. Das könnte jetzt von einer Menge von Leuten entstanden sein, die gemeinsam brainstormt haben. Das war sozusagen jetzt die divergente Phase. Jetzt überlegen wir uns in der Bearbeitungsphase, versuchen wir im Team die Sachen in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen und vielleicht doppelte zu streichen und auch die Sachen auf dieselbe Niveauhöhe zu heben. Eventuell hat ja irgendjemand sehr, sehr feinschrittig spezifiziert und jemand anders ist sehr grobschrittig vorgegangen. Also ich zoome hier ein bisschen raus. Also Vertrag juristisch abstimmen ist wahrscheinlich hier relativ weit hinten in dem Prozess. Also da müssten sich die beiden ja schon handelseinig sein. Die Paula-Professorin will vielleicht erstmal den Partner akzeptieren und danach erst das Projekt genehmigen. Projektidee formulieren hatten wir hier schon, das ist ein Duplikat. Das löschen wir mal. Oder ich klebe es hier mal weiterhin, um den Teilnehmer nicht sauer zu machen. Dann haben wir hier vielleicht Partner. Firma anmelden will die Peter Partnerin. Vielleicht machst du das, bevor sie das Projekt definiert, um sicher zu sein, dass da auch was passiert. Projekt anmelden könnte noch ein Punkt sein. Und so weiter. Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. So, das könnte jetzt ungefähr das Ergebnis von dem sein, was ihr in den Workshops erarbeitet habt. Jetzt haben wir sozusagen einen roten Faden kreiert und den gemeinsam beschlossen. Also das heißt, erstes wichtiges Teilergebnis ist ja mal ein gemeinsames Verständnis, was überhaupt gemacht wird mit der Software und zwar in der realen Welt. Und wenn wir das verstanden haben, erst dann können wir überlegen, welche Teile davon, muss ja nicht alles sein, wollen wir mit Software unterstützen. Also nicht zwingend muss alles in die Software rein.
Und eventuell sparen wir uns sehr viel Geld, wenn bestimmte Stellen noch manuell gemacht werden. Und vor allem, das ist noch vielleicht sogar noch wichtiger, kriegen wir früher Feedback. Das heißt also, wir belassen sicherlich einiges manuell. So, erste Phase abgeschlossen. Zweite Phase. Jetzt geht es darum, mal zu überlegen, was soll jetzt in die Software rein. Das heißt, jetzt kommt der zweite Brainstorming-Teil. Jetzt fangen wir wieder an mit dem divergenten Teil. Das heißt, jeder Teilnehmer arbeitet wieder für sich und überlegt sich mit seinen Haftnotizen, welche Features, User Stories man haben könnte. Also, da das User Story Mapping heißt, bieten sich User Stories an. Ich habe jetzt hier die Schreibarbeit gespart und einfach nur so ein paar Spiegelstriche aufgeschrieben. In der nächsten Phase. Wechselt jetzt die Haftnotizfarbe, weil jetzt machen wir was anderes. Das eine waren die realen Weltaktivitäten. Jetzt kommen Features von Software oder Requirements an Software rein. Also wieder Brainstorming-Phase. Wir nehmen mal gelbe Haftnotizen. Also das können wir jetzt überlegen. Jetzt könnte man hier was machen, sowas wie Projekt Daten erfassen. Also überlegt euch jetzt im ersten Schritt den Happy Path, also ohne Sonderfälle, ohne alles. Erstmal nur, was ist grundsätzlich notwendig, um ein Geschäftsziel, nämlich dass das Projekt ausgeschrieben ist, mit der Software zu erreichen. Ich könnte jetzt hier noch überlegen, genau, Projekt anmelden, brauche ich vielleicht eine Maske. Brauche ich eine Maske, dann zum Beispiel zum Partner akzeptieren brauche ich vielleicht irgendwie eine Maske. Auch hier springen wir wieder vor. Das heißt, jetzt im nächsten Schritt haben wir jetzt erstmal eine gewisse Brainstorming-Phase hinter uns und jetzt könnten gewisse Arbeitsergebnisse entstanden sein. So, jetzt haben wir wieder vorgespult. Jetzt war sozusagen diese divergente kreative Phase ist jetzt abgeschlossen. Jetzt haben wir so ein paar Vorschläge für Features der Software. Das habt ihr wieder im Team erarbeitet. Und auch jetzt versuchen wir die wieder in dieser Bearbeitungsphase in einen roten Faden zu kriegen, sodass wir dann sagen, was ist jetzt wirklich auf dem Happy Path, was ist schon Sonderfall? Und wir überlegen uns jetzt auch, welches Geschäftsziel ist überhaupt zu erreichen. Das Geschäftsziel habe ich hier schon mal auf einer Haftnotiz vermerkt, das ist, das Projekt soll ausgeschrieben sein. Also Petra Partnerin und Paula Professorin wollen gemeinsam Projekte machen und wir wollen jetzt einen ganz einfachen Prozess haben, dass wir das erstmal hinkriegen, damit wir ausprobieren können, ob das sinnvoll ist. Und jetzt überlegen wir uns dazu den Happy Path. Das heißt, haben wir, Projektdaten erfassen reicht vielleicht, vielleicht reichen da ein paar Stichworte. Was haben wir denn hier noch? Partner annehmen muss dann vielleicht nochmal. Ah, das haben wir schon. Das heißt, den müssen wir nicht mehr machen. Vertrag generieren können wir überlegen, ob wir das machen und dass wir den dann irgendwie versenden. Jetzt haben wir hier vielleicht einen vergessen. Auch jetzt, also in dieser Phase können auch noch neue Sachen dazukommen. Denn auch den Vertrag per Mail versenden könnte ein Punkt sein, dass wir das elektronisch machen. Das könnte man hier vielleicht noch fordern. Projekt elektronisch ausschreiben, also dass die Studenten irgendwie eine Maske kriegen, wo sie sich dann für so ein Projekt entscheiden können. Das könnte man hier noch machen. Vielleicht muss man davor noch das Projekt für die Studierenden freischalten. Das kann man hier noch, was haben wir hier? Vielleicht kann man hier bei Projektdaten erfassen noch so ein Name und Logo pflegen. Ich könnte hier, wenn ich einen Partner bestätigt habe, das vielleicht noch mal als E-Mail versenden. Ich kann hier das Projekt vielleicht reviewen und dann genehmigen. So, dann lassen wir es vielleicht erstmal dabei. Jetzt haben wir sozusagen so die ersten paar Punkte gefunden für den Happy Path. Jetzt stellen wir hier vielleicht beim Durchspielen, also es geht jetzt hier Stück für Stück durch und versucht das, was ihr jetzt hier sozusagen per Haftnotiz hingebastelt habt, nochmal zu formulieren. Und jetzt bin ich gerade schon gestolpert, weil ich sehe, naja gut, wenn ich Projektdaten erfasse, muss ich vielleicht auch Partnerdaten erfassen. Und das heißt, ich komme jetzt hier beim Plausibilisieren vielleicht noch auf weitere Features. Daten erfassen. So, das ist ein bisschen größer. Jetzt mache ich hier nochmal ein Leerzeichen rein. Jetzt haben wir, also jetzt gehen wir es nochmal durch. Ist das plausibel? Der Partner erfasst seine Daten, also meldet seine Firma an, dann schreibt er da ein paar Projekte rein oder ein Projekt rein, meldet das Projekt an. Die Professorin akzeptiert das irgendwie elektronisch, das Projekt, was hier vorgeschlagen wird. Es könnte eine Bestätigung an den Partner versendet werden. Dann machst du irgendwie ein Review, das kannst du vielleicht zu Fuß noch machen. Also sie schaut sich's an und überlegt sich, ist es machbar? Dann genehmigt sie das irgendwie per Knopfdruck und dann wird automatisch ein Vertrag generiert, der irgendwie per Elektronik an den
Kunden versandt wird und die Studierenden, an die wird das Projekt dann irgendwie publiziert am Semesteranfang und die können sich dann das Projekt auswählen. Das könnte so ein möglicher Happy Path sein. Und der ist auch schon konsolidiert. So, jetzt haben wir einen Happy Path. Nächstes Teilergebnis. Das heißt, sie haben wieder Anforderungen gebrainstormt, haben die überarbeitet, haben konsolidiert, haben nochmal qualitätsgesichert. Jetzt haben wir einen sinnvollen Happy Path. Was man jetzt machen kann, ist, jetzt kann man eine weitere Brainstorming-Phase, das spare ich mir jetzt aber, um das Video kurz zu halten, noch machen, um dann zu erzeugen, noch weitere Sonderfälle zu machen. Jetzt haben wir hier unten noch so ein paar Sonderfälle oder ein paar Sachen, die überflüssig sind, sowas wie Partner annehmen, obwohl das ist auch doppelt, Wunsch der Studierenden beachten, könnte man noch irgendwo unterbringen. Vielleicht könnte man hier noch einen Besuchstermin für die Studierenden vereinbaren zum Beispiel. Ich kann den Partner, wenn ich ihn annehme, kann ich ihn vielleicht auch sperren. Man kann sich jetzt hier noch Gedanken machen, ich kann hier Logos noch darstellen. Der kann vielleicht noch seine Ansprechpartner darstellen. Und auch der Partner soll sich ja selber anlegen und löschen können. Also haben wir hier mal so ein paar Teile von dem Geschäftsprozess unterstützt. So, also das könnte jetzt mal das Ergebnis sein von längeren Brainstorming-Sessions entlang des Happy Path. Und jetzt haben wir dann auf weitere Sonderfälle spezifiziert. So, der nächste und letzte Workshop-Schritt ist jetzt, eine sinnvolle Priorisierung und logische Sortierung dieser Schritte zu machen. Das heißt, wir versuchen jetzt im Grunde so das erste Release zu finden, was wir bauen können. Also was ist das kleinste Etwas, was einen sinnvollen Nutzen hat? Das ist ja wichtig. Also wir müssen, deswegen machen wir es im Team. Das kann uns nur der Kunde sagen, was er sinnvoll findet. Also es muss einen Nutzen haben und das muss klein genug sein, dass wir es bauen können. Also in Rosenheim haben wir gerade mal 15 Bearbeitertage für so ein Projekt pro Person. Also insgesamt vielleicht so 60, 75 Personentage in Vierer-, Fünfer-Teams. Da geht nicht so viel. Wir haben noch relativ viel Verwaltungsoverhead dabei. Und jetzt muss man da also genau schauen, was schaffen wir überhaupt in der Zeit. Und wenn ihr in der Firma seid, ist auch da wichtig, wie wir für möglichst wenig Geld gutes Feedback kriegen. Also insofern ist diese Minimierung wirklich ein wichtiger Punkt. So. Was ihr jetzt hier seht, ist sozusagen das Ergebnis von dieser letzten Phase. Jetzt haben wir versucht, die gefundenen User Stories in eine vernünftige, baubare Reihenfolge zu bringen. Beginnend mit dem MVP, also einem kleinen Produkt, das wir bauen, für das wir das für sich genommene Nutzen hat, sonst verwenden die Leute es ja nicht. Und müssen wir aber ein wenig auch von bauen können. Also nehmen wir mal an, das ist hier durch die rote Linie getrennt und wir haben hier das Geschäft des Projektes ausgeschrieben. Jetzt habe ich hier so ein paar Daten zusammengefasst, habe aber zum Beispiel ein nächstes Release definiert, was wir dann nach dem MVP machen, wo man dann schöner die Daten pflegen kann. Also ich kann mir, vielleicht hier kann ich die Partnerdaten erfassen, aber nur Text. Und im nächsten Release kann ich noch ein Foto hochladen oder ein Video dazu machen. Oder auch das Projekt kann ich erfassen. Sowas wie Logo und Anschrift und solche Details kann ich jetzt vielleicht im nächsten Release erst machen. Und vielleicht kann ich erst im übernächsten Release würde ich Sachen löschen oder Partnerschaften wieder aufheben. Und so eine elektronische Ausschreibung an die Studierenden, das habe ich jetzt hier mal in ein noch späteres Release gegossen. Das heißt, durch diese Sortierung der Requirements habt ihr einmal alles im Überblick. Und zwar von dem Wunsch des Kunden bis zur Lieferung des Features oder der Funktion an den Kunden sozusagen. Also das heißt, ihr seht von Benutzer möchte was bis Benutzer hat das Ziel erreicht, den gesamten Prozess und könnt dann immer schlüssige Mengen von Anforderungen zusammenkleben, sodass der Benutzer immer eine schlüssige User Experience hat. Also dass er immer einen Schritt mehr sinnvolle Sachen machen kann und nicht einfach unzusammenhängende Mini-Features hat, die aber ins Zusammengenommen keinen Sinn ergeben. Das heißt, hier baut ihr Sinn in die Software ein. So, das ist sozusagen, was ihr jetzt hier seht, das Ergebnis eines User Story Mapping Workshops. Das heißt, das hier ist jetzt eine User Story Map und wir haben jetzt den Iterative Flow. Also das heißt, was passiert, was machen die Benutzer von Wille bis sie haben ihr Ziel erreicht und wer sind die handelnden Personen, also Iterative Flow Personas. Und dann haben wir sozusagen so Feature-Mengen definiert oder Requirements-Mengen definiert von dem MVP, so dem ersten Release unserer Software, für die wir das erste Feedback kriegen und dann stufenweise weitere Releases, sodass wir unser System Schritt für Schritt aufbauen können, jeweils immer mit einem sinnvollen Funktionsumfang. So. Nächster Schritt wäre dann, dass wir dann die Requirements uns Überblick verschaffen, eine Kostenschätzung machen und dann aus diesen Requirements so wie Tickets machen. Das kommt dann in den nächsten Videos. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.